theoretisch. Das Gute ist ja, normalerweise lasse ich immer noch ein minimales bisschen Rauschen drin und wenig Musik drüber, aber ich glaube, das lasse ich. Mit Multiplayer mache ich das ja nie, von dem her. Mal gucken. Doch, damals hast du Musik da drüber. Damals, ja, irgendwann mal. Mal so, ne? Also wenn ich Lust habe, dann mache ich es vielleicht, wenn nicht, dann nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil es länger dauert. Und du sowieso keine Zeit hast. Und so in die Richtung. Genauso wie ich. Wieso gehen Klassenfahrten eigentlich immer so zu ungünstigen Zeiten los? Nach England sind wir um 3 Uhr morgens oder so losgefahren, ja, ne? Wir treffen uns um 5.30 Uhr. Achso, okay. Ja, was sind da? Nee. Das ist besser als England. Nee. England war 3 Uhr, sind wir losgefahren. Ja, trotzdem. Also ist beides scheiße, finde ich. Die Klassenfahrten gehen echt immer zu schrecklichen Zeiten los. Obwohl sie immer lustig sind. Ja, meistens. Also eigentlich sind die lustig, sind die immer, aber irgendwie die Verpflegung ist meistens ziemlich doof irgendwie. Entweder da, also in England war es natürlich ein bisschen anders, weil man ist eine Gastfamilie und so. Das war geil. Hat halt geschmeckt wie normales Essen zu Hause. Beziehungsweise halt nicht zu Hause dann. Wie normales Essen zu Hause, nur halt nicht zu Hause. Also besser als zu Hause, weil es schmeckt ja immer woanders besser. Woanders schmeckt immer besser. Also von dem her, ja. Und wenn man irgendwie sonst auf Klassenfahrt in Jugendherberge oder so fährt, das ist immer das Essen immer doof. Also meistens doof. Jugendherbergen essen ist sowieso immer scheiße. Ja, und jetzt dürfen wir schon selbst kochen auf dem Schiff und was machen wir? Eine Hühnersuppe aus der Tüte. Boah. Lecker, ne? Da wird bestimmt einer seekrank. Mal sehen. Ich wette aber von dem Essen wird's dann ganz drüber. Hühnersuppe, Mann, Alter. Das kann man sich bloß antun. Doch, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man Huhn nimmt und das in den Topf tut und kocht. Aber wenn es aus der Tüte nimmt, dann schmeckt's doof. Weil das macht ja nicht satt. Da trinkst du den ganzen Tag ja sozusagen nur was. Ja. Ist aber wirklich so, mit mir kann man nicht über Suppe reden. Ich bin Suppenkasper. Ich hasse ja, Suppe. Also ich finde Suppe eigentlich manchmal ganz lecker. So eine leckere Tomatensuppe. Ja, aber die muss dann selbst gemacht sein, sonst genau. Schmeckt die nicht. Nee, im Restaurant schmeckt die auch, also in manchen. Da esse ich keine Suppe. Meistens nicht. Ich als Vorspeise. Nö, da gibt's einen Salat. Nee, das ist mir zu grün. Das ist zu gesund. Das ist zu gesund. Ui, ich bin aus dem Berg hinten raus. Ich baue hier ein Palazzo Prozzo, ey. Ich bin hier aus dem Berg hinten raus. Ob das so gut ist? Weiß man nicht. Hey, das Server nicht decken. Hab ich gerade erst bezahlt wieder. Also ich lasse jetzt nicht wieder anfangen zu decken. Das ist nicht gut. Man könnte so einen Glasgang durch eine, durch so ein, zwischen den Bergen, durch so ein Tal durchmachen. Was hältst du davon? Ein Glasgang? Ja, durch ein Tal durch halt. Ja. Als Hausflur. Als Höhlenflur. Irgendwie eine coole Sache. Als Hausflur. Ja. Also das ist unser Flur. Fällt man da gleich runter? Nee, das ist Sicherheitsglas. Wusch. Ups, das war wohl lose. Da war wohl eins noch nicht ganz angezogen. Genau. Tut mir leid. Das war nicht so geplant. Wir rufen den Krankenwagen nach der Haustour. Okay, gut. Bis dann. Glas. Ich brauch Sand. Hast du Sand? Nee, ich auch nicht. Ich wollte auch Glas haben. Okay, ich komme noch einmal hoch, guck und dann gehe ich Glas farben. Du kannst schon mal weiterbauen und soll ich ja aufs Glas bringen, was ich dir mitbringe. Und kannst du Holz mitbringen? Dschungelholz? Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich da was habe. Jo, 22. Unverarbeitet. Ah, das ist noch der Baum hier, oder? Ja, ich glaube schon. Nein, nicht die Seite. Die Seite glaube ich auch nicht. Nicht die Seite? Ach, keine Ahnung.
Also irgendwie habe ich ziemlich viel Hunger in Minecraft heute, das ist schrecklich. So. Und dann wollten wir ja noch irgendwie diese Monsterfalle blasen. Ach ja, wollten wir, stimmt ja. Später. Später. Folge 1110. Gut, heute fangen wir an, die Monsterfalle schöner zu machen. Na, bei 100 Folgen sind wir ja mittlerweile schon, ne? Ja, wir sind schon über 100 Folgen, ja, sogar mehr als über 100 Folgen. Das ist ja eigentlich schon eine vernünftige Länge, würde ich sagen. Wir haben immer noch fleißig zu tun. Also haben wir hier wohl alles richtig gemacht, würde ich Boah, sagen. Boah, wie perfekt, wie perfekt. Dein Holz hat genau bis zum Ende gereicht. Gern geschehen. Ich kann da sowas halt. Hust, hust. Hust. Soll ich mal nach Hause rennen und von da Glas holen, statt die Dschungel hier zu zerstören irgendwo? Ja, mach das mal. Und spiel ich heute mal ein bisschen Laufbursche. Weißt du, was ich mir auch, was ich auch cool finde, ist, dass man, glaube ich, auf YouTube ab 100 Abonnenten livestreamen kann. Auf YouTube. Jo. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir 100. Ja, Headset, hör auf rumzupiepen. Wenn wir 100 Abonnenten haben, bald irgendwann hoffentlich. Und dann das mal einmal zu testen, da freue ich mich schon drauf. Ja. Du auch? Bringst du Glas mit? Deshalb laufe ich ja. Das ist ja einzige Sinn, weshalb ich nach Hause laufe. Weil du eben was von Holz geredet hast. Habe ich? Hast du. Ich krieg viel mehr Tag, wenn das merkst du schon. Ja, ja, merkt man. Moment, ich muss gerade mein Headset hier anstecken und so. Das wird dran setzen natürlich. Na, ich werde jetzt mein Headset hier anstecken, so einen schönen Brand an, ne? Das wird toll. Schön einmal anzünden. Einmal Feuerteufel spielen. Ja, ja, sicher. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Ja, ja. Warte mal, ich wollte kurz gucken, ob mein Headset hier vernünftig... Wo ist unser Haus? Nein! Moment. Ja, Headset lädt. Unser Haus war ja kein Haus, das war ein Gang. Ja, es ist ja jetzt. Ist ja auch egal. So, gucken. Let's go home. Also man setzt halt auf jeden Fall an, so viel sehe ich schon mal. So viele Zombie-Pikmin-Dinger, wie mir hier entgegenkommen. Also Livestreams, das ist cool. Ich habe ja auf Twitch, ich verlinke ja jetzt mittlerweile in jeder Videobeschreibung unseren Twitch-Kanal, also eigentlich meinen, aber ist ja, weil den werden wir wahrscheinlich, wenn eher sowas unseren benutzen, irgendwann mal, wenn wir den benutzen. Ja. Also da könnt ihr auch gerne vorbeigucken, gibt's ein paar lustige Videos schon. Eins mit, also ohne Ton, wo Elyros 365, so ein Typ von hier, ne? Der ich mal gezeigt, wie man streamen kann, hab den dann dazu gezwungen, sozusagen ein bisschen Super Meat Boy zu streamen. Ohne Stimme halt leider, aber. Super Meat Boy, Spiel kennst du noch, ne? Ja, ja. So ein Spiel, wo man sich nur so ein Jump aufregen. So ein Jump and Run, genau. Man hört zwar leider der Stimme ja und so nicht, aber ja, das kann man sich trotzdem mal angucken, wie super toll er da ist. Ist es so schlecht? Ja, er ist perfekt, wunderbar. Ja. Aber Livestream ist jetzt schon eine coole Sache. Das heißt, da könnt ihr auch mal vorbeigucken und einen Follow dalassen. Ich werde auch ab und zu mal da Livestreams machen, allerdings meistens ohne dass ich was sage, einfach so ein Spiel an und spielen. Die bringen dann auch mit englischem Titel, damit da auch vielleicht ein paar mehr Leute mal vorbeigucken. Wieso sollte man auch wenige Zuschauer wollen, ne? Ja. Wenn man eh ohne Kommentare spielt, dann ja.
Ich glaube, ich bin zu Hause. Wollen wir heute ein bisschen mehr als die Stunde aufnehmen, die wir müssen? Wie lange haben wir denn schon? 25 Minuten. Ja, muss ich gucken. Ja, die Latte. Da können wir mal gucken, gerne. Müssen wir nicht direkt, wenn ich zurück bin, wieder was aufnehmen? Das ist auch immer doof. Wie lange bist du weg? Eine Woche oder wie? Eine Woche, glaube ich, ja. Also bis nächste Woche Montag, so in etwa. Ich habe auch noch so viel Zeug zum Aufnehmen, und zwar die 500 Jumps to Success Map, die spiele ich ja auch komplett durch noch. Und zwar jeden Tag ein Video. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber. Ja, hast du mir irgendwann gesagt. Ach so. Und bring mal ein bisschen normales Holz mit. Ich guck mal, was da ist. Ich fahre gerade Minecart, das letzte Stückchen. Dein Handy hat gerade vibriert. Ja. Das hört man. Oh Gott. Das sind Fragen, du. Was? Ich werde ausgefragt. Achso. Wieso das denn? Lieblingsfilm. Aha. Ja, genau. Was ist dein Lieblingsfilm? Antworte mal. Oh Gott. Und ich muss mal einmal kurz unterbrechen, weil ich gerufen werde. Achso, ich mache hier noch weiter, weil. Okay. Darum. Bis gleich. Ja. Also, wenn er in den nächsten 4 Minuten, nee, 5 Minuten nicht wiederkommt, dann werde ich hier, pausieren. So. Muss eben mal gucken, ob meine Audioaufnahme überhaupt vernünftig läuft. Hey, das tut sie. Ich glaube, wir wollten. Holz haben wir hier. Ja. Futter, Kies und Gravel und Glas. Sand ein bisschen. Was mache ich denn hier? Na. Okay. So. Zeugen, da ist sich der Glas ja nicht. Ich bin toll heute. Kohle. Mann. Zeug. Und da ist er schon wieder. Wir müssen einen kleinen Schnitt machen. Müssen wir? Okay, dann. Dann bis gleich, liebe Zuschauer. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, wieder da. Ich bin immer noch hier. In unserem Haus und so. Hast du eigentlich noch genügend zu essen? Ja. Ja, wieso muss ich denn so viel essen? Das ist schrecklich. Ich hab schon, naja. Ich brauche erst muss etwas nachholen. Ach, hier geht's da runter. Ich wollte hier gleich noch ein bisschen Glas sammeln gehen, also Sand sammeln gehen, einfach so aus Langeweile. Ich sollte ein bisschen normales Holz mitbringen, richtig? Ja. Und das habe ich schon eingepackt. Und Glas halt. Ja, und Glas halt, ja, genau. Ich glaube, Glas, mal gucken. Ich glaube, vielleicht hatten wir irgendwo eine Stelle, wo wir Glas sammeln gegangen sind. Glas? Glas kann man nicht sammeln. Sand meine ich ja. Also Rohstoffe für Glas. Du weißt ja, was ich meine. Sand? Ich glaube schon. Ich gehe mal dahin, wo ich denke, dass es ist. Wir werden ja sehen. Boah, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Map aussieht. Ich schon. Ich habe irgendwie ein Gedächtnis, was ich sowas merken kann. Ich, nur wenn ich in eine Höhle reingehe, verlaufe ich mich, nachdem ich um die erste Abbiegung gegangen bin. Aber ansonsten weiß ich etwa, wo ich lang gehen will und muss und so weiter. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Ich war so total auf die Technik, weil wir die als letztes am meisten gespielt haben. Ja, das Problem ist, wie gesagt, dass das Nitrale so toll ist und einfach die Map mal überschreibt. Mhm. Also hoffentlich ist sie nicht weg. Die Map ist noch da, die Frage ist nur, ob die ganzen technischen Sachen, die IDs von den Sachen gelöscht wurden und ob sie da gelassen wurden. Ist die Frage. Wenn die IDs von den Blöcken da sind, aber einfach nicht angezeigt wurden in Minecraft, dann ist alles gut. Ansonsten haben wir ein Problem, müssen entweder gucken, ob ich noch irgendwo ein Backup von der Welt habe, was nicht allzu alt ist. Oder ob wir einen Neuanfang, und wahrscheinlich würde ich dann eher für Neuanfang sein. Ja, muss man mal gucken. Weil ich finde, mittlerweile gibt es so viele geile Mods mehr, die ich unbedingt eigentlich noch drin haben wollen würde. Ich hätte es auch weitergespielt, ich wollte eigentlich heute Technik aufnehmen, aber ja, den Umständen entsprechend nehmen wir jetzt das hier auf. Und bevor du gegangen bist, solltest du gerade sagen, was dein Lieblingsfilm ist. Ja. Ja.
Ich weiß es nicht. Ich habe einfach mehrere Filme, die ich gut finde, gesagt.